Herzlich willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und gleichzeitig auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg. Wie schön, dass du da bist. Ich möchte heute eine kleine Liebeserklärung an unsere Möglichkeit wahrzunehmen, tiefer zu spüren, aussprechen. Wir vergessen das oft im Alltag und deshalb ist diese Podcast-Folge eine Erinnerung für dich an deine wundervolle Fähigkeit wahrzunehmen. Und ich spreche heute von einer Wahrnehmung jenseits des Sichtbaren. Also der Magie der Wahrnehmung, die wir erfahren, wenn wir uns trauen, Konzepte, andere Meinungen, schnelle Kopfideen einmal wegzuschieben und zu sagen, halt, stopp. Ich möchte wirklich einmal ganz liebevoll mit offenem Herzen energetisch wahrnehmen, was ist hier gerade los? Wie geht's dir mit deiner Wahrnehmung? Ist ja auch immer so ein fließender Übergang, ist meine Wahrnehmung, meine Intuition. Ich nenne es heute mal Wahrnehmung. Um unsere Wahrnehmungskanäle sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, einfach auch noch mal so zu ganz bewusst wahrzunehmen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten wahrzunehmen und mir ist es so bewusst geworden, eigentlich gestern Vormittag im Haus haben alle noch geschlafen und ich dachte, hatte so den Impuls, ah, ich bräuchte ein Kleid für ein Event. Und dann bin ich online gegangen und habe angefangen zu suchen, zu scrollen. Und du kennst es ja selbst, irgendwann hast du da hunderte von Kleidern und dann plötzlich hast du, da sind auch noch tolle T-Shirts und Hosen. Und ich hatte so einen Moment der völligen, also wie als hätte ich den Kontakt verloren zu dem, was ich eigentlich wollte. Und habe also die Zeit verging, ich habe gescrollt und war irgendwie immer genervter, weil ich dachte, ich kann, das ist eine Fülle an Dingen, habe aber irgendwie gefühlt nicht das Richtige gefunden. Also es war so ein richtiges unzufriedenes Scrollen und Gucken. Und dann dachte ich, ah, ich fahre doch lieber in die Stadt. Und also vielleicht kennst du so einen Moment. Gibt es übrigens ja auch, wenn wir in der Stadt sind und uns irgendwie verlieren und zu viele shiny objects unsere Aufmerksamkeit wegziehen. Und in dem Moment dachte ich so, stopp, halt, was brauche ich eigentlich wirklich? Und der Kopf sagt dann natürlich, ja, ein Kleid für dieses Event. Aber wenn wir jetzt, wir wollen ja mal jenseits unseres Verstandes fühlen, habe ich gesagt, okay, ich schließe mal die Augen. Was brauche ich gerade wirklich? Und das kannst du gerne auch mal probieren, wenn du jetzt, wenn dir direkt ein Thema in den Sinn kommt. Das kann was ganz Alltägliches sein. Ich gehe gleich auch noch auf drei Ebenen ein, wie persönliche Wahrnehmung, die, wie du sie auch für beruflich für dein Business nutzen kannst und auch in Beziehungen natürlich. Aber lass uns mal warm werden, vielleicht mit einer Wahrnehmung, die du gemacht hast, wo du dich unwohl gefühlt hast. Oder überfordert, unsicher. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du daraus gemacht? Und in meinem Fall, das ist jetzt ein ganz alltägliches Beispiel, war dann eigentlich, was ich gebraucht habe, in dem Moment einmal Abstand zu nehmen und wirklich einmal nochmal zu meinem Kleiderschrank zu gehen, zu gucken, was da ist, ob da vielleicht schon irgendeine Idee ist für den Anlass. Und dann ist mir bewusst geworden, ich habe eigentlich ein Kleid. Ich brauche nur so ein paar schöne Accessoires dazu. Und das klingt jetzt vielleicht total banal, aber das hat in dem Moment mich total beruhigt. Mein Nervensystem ist ruhiger geworden. Und ich habe natürlich diese Dreiviertelstunde da wildes Suchen und natürlich wunderschöne andere Sachen gefunden. Aber das zeigt, dass wenn wir uns erinnern, in unsere Wahrnehmung zu gehen und ihr Gewicht zu schenken und auch ihr zu folgen, dass das wieder in einen stimmigen Zustand führt. Und da ist es vielleicht auch leichter, obwohl die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist ja schon mal, wenn wir jetzt auf den persönlichen Bereich gucken,
Was brauche ich gerade wirklich? Das könnten wir jetzt in diesem Moment machen. Du kennst es, wenn du meinen Podcast folgst, schon aus vielen, vielen Perspektiven, dass wir immer wieder gucken, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Auch als Mama, als Businessfrau, egal in welcher Rolle, was brauche ich gerade wirklich? Es ist so wesentlich für unsere Gesundheit, mental, körperlich, dass wir wahrnehmen können, was wir tatsächlich brauchen. Und dem dann, ganz wichtig, vielleicht spürst du direkt, boah, ich bräuchte eigentlich mal ganz viel Ruhe und Auszeit. Und jetzt wird es eben spannend, was machen wir mit dieser Wahrnehmung? Weil eigentlich spüren wir in diesem Moment, was wir bräuchten, damit es uns gut geht. Aber was passiert dann? Ja, wir beginnen es vielleicht zu bewerten und sagen, ja, dafür ist ja überhaupt gar keine Zeit im Moment. Oder erlauben es uns gar nicht, weil vielleicht bestimmte Glaubenssätze reingrätschen. Du musst schon performen oder einmal am Wochenende eine halbe Stunde, das müsste doch auch reichen. Also, was brauchst du gerade wirklich? Was braucht dein Körper wirklich? Und wie nimmst du das eigentlich wahr? In der Ausbildung, in der Balance Coach Ausbildung, habe ich herausgefunden über das letzte Jahrzehnt, dass wir Menschen total unterschiedlich wahrnehmen. Ich nehme ganz viel über das Gefühl wahr, und das konnte ich früher oft gar nicht so richtig einsortieren, weil ich dachte, wie fühle ich mich denn jetzt so komisch irgendwie? Andere sind ganz visuell und sehen es in Bildern oder wie so eine Wahrnehmung, die so zu uns kommt, ein Schauer, der uns über den Rücken läuft, ein Wort, das plötzlich da ist, ein Satz. Also es gibt so viele verschiedene Wahrnehmungsebenen. Wir dürfen nur beginnen, dieser Seelensprache oder dieser Wahrnehmungssprache etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Und da kannst du jetzt auch für dich mal gucken, wie nimmst du eigentlich wahr, was du brauchst, was dir deine Wahrnehmung eigentlich gerade mitteilt. Um dann auch formulieren zu können, anderen, ganz liebevoll, du, ich bräuchte jetzt wirklich Auszeit für mich. Können wir das in irgendeiner Form schaffen, auch wenn gerade viel los ist? Also so einen heiligen Schutzkreis auch darum ziehen, was du brauchst. Ich kann so viele Beispiele, gerade als Mama, wo ich eben nicht mir erlaubt habe, das zu wollen, was ich brauche. Mir das zu gönnen, was ich eigentlich brauche. Und das führt dann natürlich zu Verspannungen, zu Überlastung. Und dann fordert es oft unser Körper ein, wenn wir eben lange diesen Inneren, diese Wahrnehmung ignorieren. Und ich denke, du findest bestimmt ein Beispiel. Also, wenn du einmal wahrnimmst, ohne es zu bewerten, sondern es begrüßt, es empfängst und sagst, das ist das, was ich gerade brauche. Und wie könnte ich das in mein Leben holen? Und das Gleiche ist es natürlich in zwischenmenschlichen Angelegenheiten, dass wir zum einen fragen können in dieser Beziehung, die mich gerade stresst, was brauche ich, was wünsche ich mir, aber auch, und jetzt ganz wichtig, jetzt schlagen wir die Brücke zum anderen, soll ja auch keine egoistische Angelegenheit sein, sondern liebevoll auch den Blick zum anderen zu werfen und zu gucken, wie nehme ich denn den anderen wahr, ohne gleich in die Bewertung zu gehen. Gerade mit Partnern, mit denen wir schon lange zusammen sind, da reicht ja oft so ein Augenaufschlag, wir denken, oh, alles klar. Weiß schon Bescheid, was gerade gleich kommt. Wie können wir unsere Kinder, unsere Liebsten, unsere Eltern auch mal auf einer Herzensebene wahrnehmen? Mal leise werden, mal durchatmen, mal einfach spüren und schon, wie nehme ich eigentlich jenseits des Sichtbaren meine Mutter gerade wahr? Und gib dem einen Moment, schenkt in einem Moment Raum. Das ist ein Muskel, den wir trainieren dürfen. Wenn du auch im Coaching-Bereich bist wie ich, entwickelten wir über die Zeit so eine intuitive Wahrnehmung, wenn Klienten vor uns sitzen. Und da dürfen wir auch immer wieder uns freimachen und sagen, halt, stopp. Ich nehme wahr, das, ohne es zu bewerten und ohne es in Stein zu meißeln, sondern es ist einfach jetzt gerade meine Wahrnehmung.
Auch wenn meine Klientin gerade lachend vor mir sitzt und sagt, alles super, vertraue ich meinem Gefühl, ich nehme gerade wahr, dass da eine Schwere ist. Und dann kann ich das formulieren als Wahrnehmung. Du, ich nehme gerade wahr, als wenn es da was gibt, was dich belastet. Kannst du mir kurz helfen? Ist das jetzt nur mein Gefühl oder? Und dadurch können wir Räume öffnen, auch bei unseren Kindern. Ich hatte gestern mit meinem Mann, da war unser Sohn, sind ja gerade Ferien, der sonst so ein richtiger Sonnenschein ist, total genervt, richtig doll genervt. Und mein Mann dann sofort, was ist denn los und warum bist du jetzt so genervt? Und dann habe ich gesagt, halt, lass uns mal kurz, nachdem er dann wieder nach oben ging in sein Zimmer, lass uns mal kurz wahrnehmen. Was nehmen wir jenseits des Sichtbaren wahr? Jenseits des Verhaltens wahr? Und dann kam bei beiden, er braucht jetzt einfach etwas Ruhe. Und wir haben wahrgenommen, dass er etwas für sich prozessieren muss. Und er hatte vorher ein Telefonat mit einem Freund. Und dann haben wir wahrgenommen, da, und das war wirklich ohne mit ihm groß drüber zu sprechen. Jugendliche sind ja manchmal auch etwas, sagen, okay, nee, ich möchte jetzt nicht erzählen oder geht euch gerade nichts an. Und dann haben wir es ganz anders nehmen können. Weißt du, wie ich meine? Es sind ja ganz simple Wahrnehmungsübungen eigentlich, die wir jetzt gerade hier besprechen, aber sie sind so kraftvoll, wenn du dir erlaubst, einmal jenseits des Sichtbaren und jenseits deiner Bewertung zu spüren, wie nehme ich gerade in unserem Fall unseren Sohn wahr, dann kann ich ihn auf einer ganz anderen Ebene bewegen. Also es wird eine, wir eröffnen eine andere Energie. Ich sage nicht, warum bist du denn so genervt und jetzt reiß dich mal zusammen, sondern, und sei mal hier freundlich, sondern, boah, ich sehe dich. Ich sehe dich, dass du gerade etwas Zeit brauchst. Du prozessierst gerade etwas. Kann ich dir in irgendeiner Form da zur Seite stehen oder möchtest du einfach gerade Ruhe? Also da fallen mir ganz viele Beispiele ein. Also die Einladung an dich, einmal wahrzunehmen, sicherlich auch, was macht es mit dir, wenn du zum Beispiel in deiner Beziehung dich nicht gesehen fühlst. Nimm mal dich wahr, was brauchst du? Wie nimmst du aber auch dein Gegenüber wahr? Dann braucht es manchmal, wenn es gerade wütende Situationen sind, ein bisschen Übung, einmal zu sagen, für einen Moment möchte ich den anderen mal wahrnehmen. Um dann ein Gesamtbild zu spüren und wahrzunehmen und auf einer anderen Ebene kommunizieren zu können. Und das Gleiche gilt natürlich für dein Business oder deine Selbstständigkeit oder dein Wirken, auch wenn du noch angestellt bist. Wie nimmst du dein Wirken wahr gerade? Wie nehme ich jetzt gerade, wir hatten jetzt Ferien, mein Business wahr? Dann habe ich so das Gefühl, ach, das darf jetzt gerade auch so ausruhen, wie wenn das so eine eigene Energie hat. Es darf ruhen. Und am Montag geht es dann wieder los. Und ich kann, wenn ich dann noch weiter wahrnehme, habe ich das Gefühl, ja, jetzt darf ich mich dann wieder damit verbinden. Und so kannst du auch mal dein Business wahrnehmen, ein Projekt wahrnehmen, ein Angebot wahrnehmen. Wie geht es dir damit? Wie ist deine Wahrnehmung? Und wie ist auch wirklich abgetrennt von dir die Wahrnehmung des Projektes? Das hat ja eine eigene Energie. Das ist eine eigene energetische Schwingung, die da ist. Verbinde dich mal damit. Und guck mal, wie du es wahrnimmst, ohne es zu bewerten. Sammel die Info ein und guck dann, was daraus entstehen mag. Jetzt schaue ich nochmal auf meine Notizen, was ich mir alles so für uns heute notiert habe. Genau, wir haben einmal abgedeckt so die persönliche Beobachtung, also sprich die eigene Wahrnehmung unseres Körpers. Also ich nehme das natürlich stark über den Körper wahr. Wir haben einmal geguckt, in Verbindung mit anderen. Und das kannst du natürlich auch in Verbindung mit einer Gruppe machen, wenn du Trainerin bist oder Beraterin und viele Menschen um dich hast. Auch mal die Grundenergie. Ich mache das immer in meinen Ausbildungen, dass ich die Grundenergie der Gruppe wahrnehme und schaue, was braucht die Gruppe eigentlich gerade. Und das ist so spannend, weil wenn wir aus der Bewertung rausgehen, eröffnen wir ein ganz anderes energetisches Fundament und anderes Feld. Und du kennst es ja vielleicht auch selbst, wenn du das Gefühl hast, ein anderer Mensch begegnet dir und
ist so ganz weit weg von deiner Schwingung. Du bist vielleicht gerade traurig und dann wird so an dich hingeredet. Ja, ohne eigentlich die Wahrnehmung, wie es dir wirklich geht. Und das ist allzu oft passiert es in unserer Welt. Wir halten alles so bestimmte Masken nach oben. Und deshalb die Einladung mit dieser Podcast-Folge, eine liebevolle Erinnerung an deine wundervolle Fähigkeit wahrzunehmen, dich selbst, andere, auch energetisch Projekte, die du bewegst, die Natur, was auch immer du wahrnehmen möchtest. Ich fände es total schön, wenn du jetzt im Anschluss an diese Podcast-Folge, auch in Wertschätzung der Zeit, die du jetzt gerade mit mir verbracht hast und mit diesem Thema, mal drei Dinge dir anschaust auf diese Art und Weise. Und sei da liebevoll mit dir und guck mal, was da kommt. Wenn du da Fragen hast, schreib sehr gerne in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail unter info@nina-pettendack.de. Und wenn du Lust hast, auch nochmal auf eine vertiefte Wahrnehmung, es gibt einen ganzheitlichen Check-in kostenlos auf meiner Seite, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein. Es ist einfach ein Thema, das mich total berührt. Und ich möchte dich und andere da wirklich unterstützen, diese wundervolle Fähigkeit zu stärken, weil ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, was unserer Welt so gut tun würde, wenn wir wieder ohne zu viele Konzepte und Bilder von anderen und Ideen von anderen und Ratschlägen wieder die Essenz wahrnehmen, was jetzt wichtig und wesentlich ist, und auf dieser Ebene kommunizieren und uns wahrnehmen. Oder? Lass uns einmal gemeinsam durchatmen und dieses Thema landen lassen. Für heute, vielleicht in deinem Tag, dass du es mitnimmst. Heute mal bewusst diesen wundervollen Tag wahrnimmst, der vor dir liegt. Und schaust, was entstehen mag daraus. Ich habe von Goethe ein Zitat noch gefunden. Unsere Sinne täuschen uns nicht. Unser Urteil tut es. Deshalb lass uns heute mal die Bewertungen los, lass uns alle Bewertungen loslassen und uns öffnen für die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit und die Essenz, die in den Dingen ist. Und es tut gut. Von meinem inspirierten Herzen zu deinem. Bis ganz bald.